Hallo und willkommen zu Folge 45 vom Rauschgenerator. Ich dachte mir, ihr habt sicher genug von Ballerspielen erstmal. Das geht aber weiter, keine Sorge. Aber Atari ST hatten wir jetzt auch eine Weile lang nicht. Und deswegen machen wir mal Buggy Boy. Ein harmloses kleines Rennspiel. Wobei, es stimmt so nicht. Ich sag dann gleich was dazu. Wo bleibt der C64? Ja, ich bekommt ihr keine Sorge, nur ich bin gerade dabei, hier bei mir ein bisschen Ordnung zu schaffen. Es wird jetzt zu viel an Geräten. Ich habe auch eine neue Beleuchtung, neue Kamera ist ja da. Und da muss ich erstmal gucken, wie ich hier Ordnung schaffe. Ich brauche einen neuen Schrank. Bin hier ein bisschen am Räumen. Und deswegen habe ich den C64 jetzt noch nicht direkt angeschlossen. Kommt aber logischerweise, habe ich versprochen. Jetzt habe ich ja auch einen direkt da im Wohnzimmer. Okay, Buggy Boy ist ein sogenannter Funracer. Die allermeisten Rennspiele in der Zeit waren eigentlich keine Rennspiele. Also für mich ist ein Rennspiel ein Spiel, wo ein Fahrzeug eine gewisse Strecke fährt und es zumindest die Zeit abgenommen kriegt. Und so, dass man, wenn andere spielen, auch wenn es vielleicht nicht simultan geht, aber dass man die Zeiten vergleichen kann. Wie zum Beispiel bei F-Zero auf dem Super Nintendo. Das ist für mich so das Grundlegende, was ein Rennspiel ist. Und diese Funracer waren, da die damaligen Rechner halt schon ziemlich schnell überfordert waren, wenn sie auch nur ein Rennen haben darstellen müssen, noch die Interaktion mit einem anderen Fahrer, vielleicht sogar auf einem anderen Rechner, um Gott behüte, deswegen hat man das so gemacht, das ist eigentlich ein, ja, wenn man so will, ein Action-Arcade-Spiel, wo es jetzt darum geht, möglichst weit zu kommen. Es tickt eine Zeit runter. Und man muss die einzelnen Etappen in dieser Zeit erreichen. Man kann auch zusätzliche Zeit sich holen, wie ihr gerade gesehen habt, über diese Time-Marker. Und wenn man es nicht bis zur nächsten Etappe schafft, in der Zeit, die man dann jeweils noch hat, ist Game Over. Und dann zählen einfach die Punkte. Und hier kommt es auch tatsächlich nur auf die Punkte an. Und da gibt es dann eine Highscore für jede Strecke. Ich fahre heute hier mal alle Strecken durch. Ich bin nicht gut, okay? Ich habe das damals auch nicht viel gespielt, Buggy Boy, obwohl es ein annehmbares Spiel ist. Aber ich sag dann dazu auch noch was. Ja, also ich bin nicht gut drin und ja, das liegt auch daran, wie gesagt, ich habe es damals nicht viel gespielt. Ich habe es jetzt heute einfach mal reingemacht. Man kommt sehr schnell rein. Man kriegt relativ schnell Übung, aber auswendig wissen, wie man jetzt wo fährt, genau, um das Optimale da rauszuholen, das habe ich halt einfach nicht so drauf. Ich will auch ein bisschen mehr was über die Technik von dem Spiel erzählen, um mal klarzumachen, wie solche Spiele funktioniert haben. Mache ich auch gleich. Ich schiebe gerade alle Themen von dem Video heute, aber es geht ja auch eine Weile ein bisschen nach hinten. Also der Unterschied Funracer zu richtigem Racer wie Mario Kart oder so dürfte, glaube ich, klar sein. Zum Spiel selber. Der Buggy hat zwei Gänge, Low und High. Schaltet man einfach mit dem Feuerknopf um. Und immer wenn man gecrashed ist oder so, sollte man einfach wieder in den Low schalten, sonst kommt man einfach nicht von der Stelle. Die Sprite-Kollision oder allgemein die Kollision ist manchmal ein bisschen echt arg random. Also, ihr könnt da Stellen beobachten, wo ich eigentlich ein Tor nicht so wirklich erwische, aber es macht trotzdem dülp. Manchmal bin ich der Meinung, ich bin voll durchgefahren, aber es hat überhaupt keinen Effekt. Auch manchmal ist man überhaupt nicht in der Nähe vom Wasser und es macht Platsch. Deswegen, ja, es ist so... ich sag da noch was zu der Technik von dem Spiel. kommt noch. Ganz wichtig zu wissen ist, Buggy Boy ist auch eine Automatenkonvertierung. Der Automat kam 1985 und portiert wurde es auf Atari, C64 und Amiga, also auch diese Version, die ihr hier seht vom Atari ST, 1988. Was ich witzig finde, und da gehe ich jetzt mal ein bisschen auf die Technikunterschiede ein, erstmal vom Automaten zum Atari ST jetzt gerade. Ich finde es witzig, dass der Automat auch nur diesen Yamaha-Soundchip verwendet, den auch der Atari ST drin hat.
Der Automat hat davon zwar zwei bekommen, das heißt, der kann sechs Kanäle gleichzeitig spielen und der Atari ST halt nur drei. Aber man sollte eigentlich erwarten, dass bei einer Konvertierung die Soundeffekte dann exakt identisch sind, wenn schon derselbe Chip verwendet wird. Sind sie aber nicht. Die haben ganz minimale Unterschiede, die deutlich hörbar sind. Und was bedeutet, dass tatsächlich diese Soundeffekte nachprogrammiert wurden? Und das ist, finde ich, nicht zu verstehen. Warum macht man das? Das ist doch ein Aufwand. Statt vielleicht einfach zu schauen, wie wurde das? Da muss es ja Tabellen geben. Welcher Klang, in welcher Höhe, wie, in welcher Reihenfolge. Und stattdessen wurde es komplett offenbar nachprogrammiert. Und das ist etwas seltsam. Was ich auch seltsam finde, ist, auf Wikipedia ist die Automatenversion angegeben mit, also zuerst mal, ja, zwei von den Yamaha Soundchips, aber dann auch mit zwei CPUs und zwar einem 086er. Ja, das ist tatsächlich der erste PC-X86er Prozessor. Davon hat der Automat zwei bekommen. Und der 086 oder die beiden 086 im Automaten takten auf 5 MHz. Das war also die unterste Auslegung von dem Ding. 5 MHz stimmt auch nicht, sind 4,77 in Wahrheit. Und der 086 ist ein Lama-Prozessor. Das ist ein furchtbares Teil. Kann es mit dem 68000, der hier im Atari ST, bei dem Spiel, was ihr seht, werkelt, nicht mehr annähernd mithalten. Sowohl was Geschwindigkeit angeht, Flexibilität. Es ist auch nur wirklich ein 16-Bit-Prozessor. Während der 68000 im Atari ST ein 32-Bit-Prozessor ist. Also nach meiner Lesart ist das ein 32-Bit-Prozessor. Der 32-Bit-Register, der muss nicht komisch rumwerkeln mit Adressen, Speicherbereiche jenseits der 64 Kilobyte ansteuern zu können, wie es der 086 tun muss. Das ist alles sehr seltsam, denn ich frage mich ernsthaft, der 086 schafft 0,3 MIPS, also Million Instructions per Second, was ein Drittel ist von dem, was der Atari ST schafft, also der 68000 im Atari ST. Das bedeutet, die zwei CPUs im Automaten können nicht mal annähernd mithalten mit einem 68000 im Atari ST. Aber wer sich mal die Automatenversion anguckt, könnt ihr hier auch auf YouTube machen. Gebt einfach mal ein Buggy Boy Arcade. Ich finde es sehr seltsam, dass das sehr viel flotter ist. Sehr, sehr viel flotter. Die Wikipedia-Seite gibt leider keinen Grafikchip an, der aber da sein muss. Weil sonst würde das auf dem Automaten nicht so flott aussehen. Da habt ihr es gesehen, die Zeit war vorbei. Ich habe die Punktzahl erreicht. Und dann kann ich mich hier eintragen. Muss erstmal wieder schauen, wie ist es hier, Joystick rechts, links, hoch, runter. Weil, was mich bei diesen Highscore-Listen immer gestört hat, die nur über Joystick bedient werden, ist, dass manchmal geht man mit Joystick nach rechts den Buchstaben weiter und kann dann nicht mehr zurückmachen. Und manchmal mit Feuer. Manchmal steuert man aber den Buchstaben nach rechts oder links. Das heißt, es kann sein, man probiert es aus, nach rechts, zack, ist der erste Buchstabe drin. Dabei wollte man ihn erst auswählen. Es ist, ja, habe ich hier erst auch wieder gucken müssen. Nächstes Rennen. Also das war so das, was ich am Automaten erstmal nicht verstehe. Ich habe leider keine anderen Informationen finden können, was jetzt die Grafik des Automaten angeht und wie der das so flott hinkriegt. Zumal es Automaten gab mit drei Monitoren. Da hat man nämlich auch in diesen Sit-Ins, ne, diese Automaten, die schon komplett so eine Kabine geboten haben, damit man sich wirklich wie in einem Auto fühlt. Die haben nämlich rechts und links auch noch einen Monitor gehabt. Und da muss ein bisschen mehr was an Grafikprozessoren hergehalten haben. Das schaffen diese zwei 086er CPUs definitiv nicht alleine. Okay. So. Also das wollte ich hier mal loswerden. Dann zur Technik vom Atari ST. Ist das ein technisch gutes Spiel oder nicht? Ich würde sagen ja. Es gibt zwar deutlich bessere, wie zum Beispiel Room, aber ganz prinzipiell für 1988 und so war das schon okay, was sie hier gemacht haben. Weil
Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste an so einem Rennspiel oder meinetwegen auch Funracer, dass die Straße übersichtlich ist, dass man reagieren kann auf das, was da kommt, ohne die Strecke komplett auswendig zu können. Es gibt andere Spiele, wie zum Beispiel Checkered Flag auf dem Atari Jaguar. Diese Strecken muss man auswendig können, weil man sieht einfach nicht voraus. Was bedeutet, dass man sich da auch ziemlich rein investieren muss, ziemlich viel Zeit damit verbringen muss, ehe es anfängt, Spaß zu machen. Ne, diese Zeit, diese Phase, wo man dann merkt, jetzt klappt's, jetzt werde ich besser. Und das ist hier einfach gut gelöst. Aber das ist auch auf dem Automaten so. Die Strecke schreitet relativ langsam voran, ist gut übersichtlich, außer man ist in einer extremen Kurve und so. Und da finde ich es auch immer witzig, was diese ganzen Rennspiele damals gemacht haben, nämlich hier seht die Geschwindigkeit, die angezeigt wird, die so bis über 200 hochgeht. Das war einfach, damit sie haben auf die Packung schreiben können, ihr witzige Rennen bis 200 km/h und sowas. Dabei hat das überhaupt niemanden interessiert. Also wenn ich hier ganz realistisch die Geschwindigkeit abschätzen soll, mit der dieser Buggy da umherfährt, dann sind es vielleicht 50, 60 maximal. Und dass sie da immer diese Geschwindigkeit so haben übertreiben müssen, also diese Geschwindigkeitsanzeige. Ja, das ist... man kann so ein bisschen drüber lächeln. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich immer hier so in diese Hindernisse reinfahre, ich versuche die manchmal so schräg da durchzufahren, was geht. Was aber besser geht, wenn man sich quasi da auf die nur die rechten oder nur die linken Räder stellt, was man nur durch die kleinen Felsbrocken kann. Und was auch nur wirklich geht, wenn so die Hindernisse so etwas versetzt sind wie hier. Ja. So, also von daher ist es, ja, es ist ganz okay. Macht wirklich Spaß. Und hätte man es besser hinkriegen können? Etwas, ja. Das zeigen einfach deutlich bessere Spiele, wie zum Beispiel Room. Was man technisch wissen muss, ist eines. Hier in diesem Spiel, wie auch in keinem anderen dieser Rennspiele, findet auch nur irgendeine 3D-Berechnung statt. Die Fahrbahn selber liegt grafisch eigentlich nur in der Geradeaus-Version im Rechner vor. Ne? Wenn ihr so ein Stück habt, wo es nur geradeaus geht und die Straße so ganz gerade ist, alles, was er dann macht, ist, wenn ihr die... zum Beispiel, ihr habt eine Kurventabelle, also im Rechner hinterlegt, ist dann einfach eine Tabelle, die angibt, wie weit es jeweils nach rechts oder nach links geht. Und dann zeichnet er die Grafik einfach zeilenweise versetzt. Je nachdem, wie weit der Punkt, der da hinten ist, jetzt nach rechts oder nach links geht. Und dann zeichnet er diese Grafik, die eigentlich nur eine Strecke geradeaus darstellt, eben immer etwas versetzt. Ne? Also hier so beim Start ist die Grafik ganz normal, die ist ganz geradeaus. So liegt sie im Rechner vor. Und jetzt kommt in der Tabelle hinten eine Linkskurve und dann fängt er an, die Stücke weiter hinten weiter links zu zeichnen. Und so rückt man dann vor, weil man sich ja dann anhand dieser Tabelle fortbewegt. Und die Gegenstände, die da drauf sind, die sind einfach auch nur 3D-mäßig mit einer Tabelle hinterlegt, wo sie sich nähern, wo auch die Größe jeweils dann angegeben ist. Denn die werden ja größer, diese Sprites. Und die werden dann einfach noch nach rechts oder links bewegt, je nachdem, auf welcher Höhe sie sich gerade befinden, wie da der Kurvenwert in der Tabelle ist und wie weit sich der Buggy selber gerade rechts oder links von der Straße befindet. Es ist also eigentlich todeinfach. Wenn ihr verstanden habt, was ich jetzt gerade beschreiben wollte, was nicht ganz einfach ist, dazu müsste ich wirklich mal das grafisch irgendwie hier machen, was aber wieder viel Arbeit wäre. Deswegen lasse ich das. Vielleicht kommt mal so ein Video irgendwann, wenn ich wirklich zu viel Zeit habe, aber es ist aktuell wirklich überhaupt nicht der Fall. Ja, dann gibt es natürlich noch so extra Teile, die ihr hier schon gesehen habt, wie zum Beispiel
Das Wasser hier, was aber gar kein Problem ist, da wird einfach hinterlegt, kommt da jetzt, kommt Wassergrafik oder kommt Straßengrafik? Und dann wird die ganz einfach auch nur nach rechts oder links bewegt. Dasselbe mit der Brücke auf dem Wasser und sowas. Also das ist alles quasi in der gleichen Engine, einfach eine andere Grafik benutzt. Was auch noch anders ist, ist hier diese Wand rechts, die es auch einen Schräg gibt, wo man drauf fahren kann. Und da kann ich nicht so wirklich erklären, wie sie das gemacht haben. Vermutlich durch etwas Ähnliches auf einer zweiten Ebene. Bin mir da aber jetzt wirklich unsicher und deswegen sage ich da einfach mal nichts dazu. Da haben sie aber auf jeden Fall auch was rein, wo in der Tabelle angegeben wird, so, hier kommt jetzt so ein Teil rechts. Und solange das andauert, zeichnet er dann auf der Höhe einfach auch diese Wand ein. Ja. Dann gibt es jetzt technisch zu Buggy Boy keine Fragen mehr. Und wie gesagt, solche Funracer haben einen Großteil der Rennspiele damals ausgemacht, weil Multiplayer, wenn ihr euch vorstellt, wie hätte man es machen wollen, ja, so wie bei Mario Kart, das wäre echt schwierig, weil, ich meine, die Grafikmenge selber ist immer noch die gleiche, wenn man den Bildschirm jetzt zweiteilt. Was aber schon doof ist, weil der Atari ST hat eine Auflösung von 320x200. Das Bild, was ihr hier seht, sind 320 Pixel mal 200. Ja, wenn man das noch zweiteilen will, mit 320 mal 100 für jeden Fahrer, es wird schon ein bisschen blöd, da erkennt man vielleicht nicht mehr so viel drauf. Und es gab ja auch noch arme Leute, die das Ganze, die den Atari mit dem Antennenkabel haben anschließen müssen, da hast du erst recht nichts mehr erkannt. Und dann ist aber auch noch so, dass die ganze Engine selber natürlich zweimal abgearbeitet werden muss. Für jeden Sprite, der gezeichnet werden muss, gibt es ja auch noch extra Routinen drin, die das erstmal managen und so. Das muss alles doppelt gemacht werden. Und dann auch noch unsichtbare Sprite-Anteile, die es beim Atari ST wegen seines Grafikmodus zwangsläufig gibt, die natürlich auch mehr sind. Muss ich irgendwann auch mal erklären, wenn ich mal was zum Grafiksystem des Atari ST sage, was ein bisschen kompliziert ist, wenn ich nichts habe, um es wirklich grafisch darstellen zu können. Das muss ich tatsächlich irgendwie mal. Ich glaube, ich setze mich einfach mal vor die Kamera mit einer Kreidetafel und erkläre das an der Kreidetafel, was einfach so für mich dann am besten und am einfachsten und am schnellsten zu machen ist. Also das, da hat der Rechner wirklich mehr Arbeit und deswegen wäre das Ganze bei zwei Spielern noch viel, viel ruckeliger, als es jetzt schon ist. Und es ist schon annähernd grenzwertig. Damals empfand man diese Grafik als relativ flott auf dem Atari ST. Weil es gab noch deutlich schlechtere Spiele. Und es gab später auch noch deutlich schlechtere Spiele. Gerade so Atari Jaguar, Checkered Flag, um Gottes Willen, spielt das mal. Der Atari Jaguar kann viel mehr als der Atari ST. Aber dieses Spiel ist einfach nur so ein... Oh, also zwischen zwei Bildschirmaufbauten kann man sich einen Kaffee machen. Und das ist hier, deswegen, das kam einem damals relativ flott vor, das Spiel. War es auch, wie gesagt, heute ist man das alles sehr viel flüssiger gewohnt bei diesen Spielen und deswegen ist es so aus heutiger Sicht eher grenzwertig, glaube ich. So, da ist wieder die Zeit vorbei. Ich bin hier mal bis in den letzten Level gekommen. Durchschaffen tue ich leider keinen, was ein bisschen schade ist, aber naja. So, was kann ich noch zu Buggy Boy sagen? Ja, wie gesagt, Funracer, da wollte ich noch ein bisschen was drüber erzählen. So ziemlich alles in der Zeit waren Funracer. Ganz berühmt, eins der ersten Spiele, wenn nicht sogar das erste, war Pole Position. Auch reiner Funracer. Da kommen dann auch andere Autos einem entgegen als Hindernis. Also sie kommen nicht entgegen, sondern die überholt man quasi. Was aber nicht wirklich andere Mitfahrer sind, gegen die man fährt. Das sind einfach nur Crash-Hindernisse. Und so ist es auch mit Buggy Boy auf dem Automaten. Auf dem Automaten kommen einem auch diese Fahrhindernisse, wenn man so will, entgegen. Sie haben quasi die gleiche Funktion wie die, die es auch bei F-Zero gibt. Nur F-Zero muss man zubilligen, dass es tatsächlich die Zeiten der Runden nimmt. Und da kann man sich vergleichen. Und deswegen ist F-Zero für mich ein
echtes Rennspiel. Ja. Ich finde es auch relativ seltsam. Ich bin vorhin kurz auch darauf eingegangen, was den Soundchip angeht. Der Automat ist von 1985 und der Atari ST selber kam auch 1985 raus. Der Atari ST hat diesen Yamaha Soundchip reinbekommen, den ihr auch hier hört, ne, wenn er blöb, blöb und sowas. Das ist dieser Doodle-Chip und der galt 1985 schon als veraltet oder billig, wie ihr wollt. Selbst die 8-Bit-Ataris vorher, vorm Atari ST, hatten einen besseren Soundchip drin. Das Nintendo Entertainment System, was ein 8-Bit-Teil war, hatte einen besseren Soundchip drin als der Atari ST, der quasi ein 32-Bit-Rechner war, ja, mit maximal 4 MB RAM. Es ist etwas seltsam, warum die den rein haben. Hintergrund war vielleicht auch, der Atari ST sollte einfach ein Preisknüller sein. Und da hat man eben so ziemlich den billigsten Soundchip reingemacht, den man irgendwie habhaft werden konnte. Die Frage ist aber, warum ein Spielautomat das macht. Denn gerade im Arcade-Bereich bei Spielautomaten wurden längst, schon seit vielen Jahren, viel, viel bessere Soundchips verbaut. Also das ist nicht so ganz verständlich. Und vor allem ist nicht verständlich, warum sie dann zwei von den Dingern reinbauen. Also da frage ich mich echt, wäre es nicht billiger oder technisch einfacher gewesen und damit auch gleichzeitig billiger, einen viel besseren Soundchip einfach reinzumachen, statt zweimal den... Ja, ich meine, der Poké zum Beispiel, der bietet 4 Kanäle an. Hätte man die 6 Kanäle am Automaten hier wirklich gebraucht? Also ich weiß nicht. Das erschließt sich mir nicht ganz, wie da die Entscheidungsfindung war, auf was für eine Hardware man für den Automaten zurückgreift. Beim Atari ST hier haben wir es einfach. Der hat einfach das, was er hat. Und für das, was er hat, ist das Ganze hier relativ gut gelöst. Was man hier auch wieder ganz gut erahnen kann, ist, dass der Atari ST 16 Farben gleichzeitig darstellen kann. Man sieht es vor allem am Himmel, der einfach in Blau gehalten ist. Wo jetzt ein besserer Programmierer hätte einfach schon einen Raster-Interrupt über den Himmel gelegt. Was heißt Raster-Interrupt? Ist ganz einfach. Der 68000 hat Interrupts drin, zumindest im Atari ST, und zwar einen Zeilen-Interrupt. Das heißt, wenn der Monitor, und bei den alten Röhrenmonitoren war das wirklich so, dass der Elektronenstrahl ja Zeile für Zeile abgegangen, ne, und hat da die einzelnen Farbpunkte hinterlassen. Und für jede Zeile, die er neu begonnen hat, wurde im Atari ST ein Interrupt ausgelöst. Ein Interrupt ist etwas, wo der Atari gesagt bekommt, die CPU bekommt gesagt, halt, du gehst jetzt mal in dieses Unterprogramm hier. Hör mal kurz auf mit deinem Programm, was du eigentlich abarbeitest. Du machst jetzt dieses Unterprogramm, was an der und der Stelle jetzt eingetragen ist. Nämlich an der Stelle für den Zeileninterrupt. Und da programmiert man dann einfach rein, dass er einfach für die nächste Zeile die Hintergrundfarbe, und es gibt tatsächlich etwas, das ist eine Hintergrundfarbe im Atari ST, die ist auf 0, also auf quasi an der Stelle 0 hinterlegt, dass er die ändern soll. In vielleicht etwas helleres Blau, dann etwas weiter drunter noch ein helleres Blau, sodass man so einen Gradienten da reinkriegt. In den Himmel. Ne, dass der Himmel so zeilenweise einfach so ein, ihr wisst, was ich meine. So eine gegen Horizont einfach andere Färbung kriegt. Und ein besserer Programmierer hätte das mit Sicherheit gemacht. Hier hat man sich's gespart, warum weiß ich nicht. Ich glaube, 1988 galt es so ein bisschen noch als Hokuspokus. Denn wirklich in wurde das erst, nachdem so vor allem ab 88, 89 rum diese Demoszene richtig populär wurde. Vor allem nach 1989. Wo man also mit Raster Interrupts umhergeschmissen hat wie Sau, als Magazine drüber berichtet haben, was diese Leute in der Demoszene da aus den Rechnern rausholen und wie sie das machen. Und erst dann hat man so langsam begonnen, bei den Spieleschmieden solche Tricks auch zu verwenden.
So, der Level ist auch vorbei. Ich erzähle aber einfach mal ungestört weiter. Und deswegen ist hier der Himmel einfach nur in Blau gehalten. Weil, ich sag mal, die Rechenzeit, die das kostet, da zeilenweise die Farbe einfach zu ändern vom Hintergrund, das ist vernachlässigbar. Und ich glaube, spätere Rennspiele, mir fällt jetzt nur leider keines ein, weil ich habe die nicht so viel gespielt. Die haben das, glaube ich, alle gemacht. Oder zumindest, wenn ihr Spiele habt auf dem Atari ST, die in irgendeiner Form einen Horizont haben, der immer gleich bleibt. Wobei der nicht mal gleich bleiben muss. Man kann das ja auch anpassen vom Himmel her mit der Färbung. Obwohl man es ja, glaube ich, nicht mal muss. Aber da habt ihr das überall, dass ihr so eine schöne Himmelsfärbung dann habt, wo einfach zeilenweise eine andere Hintergrundfarbe genommen wird für den Himmel. Und spätere Spiele haben das dann auch im Spiel selber verwendet. Zum Beispiel hätte man auf die Weise hier zum Beispiel auch die Straße so einfärben können, ne? Dass die nach hinten vielleicht ein bisschen grauer wird durch Nebel oder so. Und vorne, also zeilenweise unten, die Straße dann eine sattere Farbe hat. Hätte man auch machen können. Ist natürlich dann auch wieder eine Frage mit den Gegenständen darauf. Das heißt, da müsste man tatsächlich für alle Gegenstände, die auf der Straße auch zu sehen sind, die Farbe ändern. Was auch schon wieder kompliziert ist, weil die ja nicht mit der Straße die Höhe ändern. Zum Beispiel die Schilder, die ihr seht, die bleiben immer auf der gleichen Höhe. Ja, ist also eine Frage, ob man das wirklich mit der Straße machen sollte, weil das beißt sich dann mit den Schildern, die notwendigerweise in derselben Farbe bleiben. Es sei denn, man nimmt wieder eine extra Farbe für die Schilder und ändert einfach die Farbe für dieses Schild, wenn nur eins zu sehen ist, je nachdem, wie nah es ist. Dann kann man aber tatsächlich auch immer nur ein Schild zeigen. Boah, ich rede gerade sehr viel Technik hier, ne? Ich hoffe, ich langweile mich nicht damit zu Tode. Es ist auch etwas schwierig, wenn man es nicht wirklich so zeigen kann. Ja, vielleicht ein andermal. Ich habe gerade erwähnt, sonderlich viele Rennspiele damals habe ich nicht gespielt, weil ich bin tatsächlich ein ziemlicher Fan von Rennspielen. Und diese Spiele haben auf mich auch damals einfach nicht wie ein Rennspiel gewirkt. Es ist Action-Arcade, ja. Wenn ihr zum Beispiel Overlander nehmt, werde ich auch irgendwann hier machen. Overlander ist quasi ein Ballerspiel. Da fahrt ihr mit eurem Auto über eine Straße, wo es viele gibt, die euch abballern wollen. Ihr ballert mit dem Auto einfach und während ihr da voranfahrt. Ja. Und da kann kein Mensch mehr behaupten, es wäre ein Racer oder Fun Racer auch nur. Das ist dann ein Ballerspiel. Also die Grenze verschwimmt da sehr, sehr stark. Deswegen, ich mag den Ausdruck Fun Racer auch nicht so, weil Fun Racer impliziert immer noch, dass es in irgendeiner Form ein Rennspiel ist. Mario Kart wird ja oft als Fun Racer bezeichnet. Was, wenn man jetzt Buggy Boy als Fun Racer bezeichnet, dann aber auch nicht richtig ist, weil es sind zwei völlig unterschiedliche Spiele vom Genre her. Weil das hier ist kein Rennspiel. Mario Kart ist ein Rennspiel. Ja, ich habe jetzt auch einige Spiele genannt, die da sicher noch drankommen werden. Klar, Mario Kart auf dem Super Nintendo wird drankommen. Da werde ich mit Sicherheit auch mal die ganze Reihe durchnehmen und werde mal schauen, ob ich das vielleicht mit Bernhard auch zusammenspiele. Bernhard ist unheimlich gut, was den Super Nintendo Mario Kart angeht. Ich bin unheimlich gut, was den Wii Mario Kart angeht. Und da wäre es schon cool, wenn man das vielleicht zu mehreren auch machen könnte. Ja, wobei auf dem Super Nintendo leidet dann auch die Grafik wieder drunter. Sagt mal Bescheid, was euch da lieber ist. Ob ich es lieber alleine spielen soll, weil man dann das ganze Bild einfach mit einem Auto hat. Oder dass man sich das aufteilt zu zweit. Ja. Was ich jetzt noch weiter machen muss, ist weiter Mandalorian gucken. weiter die Sachen fürs nächste Video organisieren.
Wie gesagt, hier auch Ordnung schaffen ist ganz wichtig gerade bei mir. Dass ich hier gescheit jetzt demnächst endlich mal den Inselmonolog auch aufnehmen kann. Ich rede auch schon seit einer halben Ewigkeit drüber. Aber ich komme hier jetzt mit dem C64 extra noch und der neuen Studioausstattung. Ich komme hier wirklich an die Grenzen und muss hier schauen, wie ich das mal organisatorisch hier einfach besser löse in der Wohnung. Weil ich einfach, ihr merkt ja, ich rede einfach jedes Video drüber, dass ich hier doch so ein bisschen Platzprobleme habe. Ja, und deswegen geht im Moment auch nach wie vor alles ein bisschen langsamer voran. Als nächstes Video auf dem Kanal muss ich mal schauen. Ich habe ja noch den zweiten Teil des Longplays, wo ich Dune 2000 gespielt habe, wo ich mit Bernhard aufgenommen habe. Liegt noch hier, kommt aber wahrscheinlich erst ein paar Wochen, damit da einfach ein bisschen Abstand dazwischen ist. Was jetzt auch bald der Fall sein wird, ist, dass wieder ein Minecraft-Video ansteht. Denn das letzte Minecraft-Video ist jetzt fast ein Jahr her. Und da habe ich mir jetzt schon ein bisschen Gedanken gemacht, was ich in einem neuen Minecraft-Video dranbringen will. Und da komm ich mal so ein bisschen erstmal zu den Gegenden von der Stadt, die ich baue, wo ich noch nicht war. Das, was ich im letzten Jahr alles neu gebaut habe. Und ich glaube, da kriege ich auch locker eine Stunde mit rum. Und das wird auch so etwa jetzt so in 2-3 Wochen vielleicht kommen. Nächstes Video, oder nächstes oder übernächstes, geht es dann aber wieder mit Ballerspielen weiter. Meine Güte, meine Nase macht mir gerade so ein bisschen Probleme beim Reden, merke ich gerade. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr. So, der Level ist auch wieder vorbei. Ja, und ich denke aber mal C64, dass ich da irgendwas dran nehme, bevor es weitergeht mit dem Ballerspielen. Das SD2IEC-Interface ist auch angekommen, was bedeutet, dass ich mir eigentlich nur noch ein paar Billionen Spiele auf eine SD-Karte ziehen muss, den C64 anschließen muss. Und dann habe ich so ziemlich jedes C64-Spiel auf dem Ding, das es nur so gibt. Und da freue ich mich drauf. Ich habe jetzt auf dem C64 Mini auch schon ein bisschen gespielt. Mittlerweile gibt es ja den Maxi. Ich wurde oft gefragt, warum hast du eigentlich den Maxi nicht vorgestellt, wenn nur den Mini da? Ja, weil ich einen Mini geschenkt bekommen habe. Kann ich nichts für, tut mir leid. Ich lege mir hier nicht extra Zeug zu, was einfach einen Haufen Geld kostet. Weil ich mache hier jetzt keine aktuellen Reviews. Wird nicht vorkommen, es sei denn, ich habe mal zufälligerweise einfach ein aktuelleres Gerät, was ich irgendwie so testen kann. Was aber, ja, da gibt es andere Kanäle für. So, und damit haben wir das Thema hier wieder erledigt. Also wie gesagt, jetzt geht es irgendwie weiter mit C64 nochmal. Also, dass ich ein Spiel mal dran nehme, dann ein Ballerspiel aus der Reihe weiter und dann Minecraft und Dune 2000, der zweite Teil. Gut, habt einen guten Start ins neue Jahr und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.